Hey ho, meine Lieben! Hallo zu einem puristischen, einfachen Charolais-Burger von der Feuerplatte. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, im letzten Video kam mir die Fleischlieferung. Ich habe hier 500 Gramm von dem Hack gleich raus. Gibt zwei Burger-Patties. Ganz einfach, ganz puristisch. Alles, was ich dazu benötige, ist eben Hackfleisch, Salz, Pfeffer, an Ketchup, 4 Scheiben Toastbrot, ein bisschen an Salat und eine Zwiebel. Mehr werde ich da draußen nachher gar nicht haben. Die Aufnahmen sind jetzt 1,5 Stunden früher, bevor ich überhaupt anfange. Warum? Ja, habe ich nachher keinen Stress. Okay, Leute, ich packe alles zusammen. Ah ja, das Hackfleisch werde ich hier noch einmal kurz durchkneten und 2 Kugeln machen, die werden wir draußen smashen. Salz, Pfeffer werde ich wahrscheinlich hinterher drauf streuen und die Toastbrote werde ich hier herin noch leicht einbuttern vorher. Aber das muss ich, glaube ich, alles nicht unbedingt zeigen, ist kein Hexenwerk. Ich glaube, das weiß jeder, wie es geht, schnell Brot mit Butter einschmieren. Gut, dann hätte ich gesagt, wir sehen uns nachher gleich da draußen. Was ist das Erste? Na ganz klar, erstmal die Feuerplatte aufheizen. Es ist soweit, wir können anfangen. Schwenken wir mal hier rüber schnell auf die ganzen Zutaten. Noch ein Öl, da reibe ich jetzt gleich nochmal die Platte kurz ab. Ja genau. Dann habe ich mich für den Heizketchup entschieden. Ja, der ist meines Erachtens nach der puristischste, schweres Wort, jeweils 200 Gramm von dem Charolais-Rind. Die Viecherle werden übrigens, wie ich das mitbekommen habe, im Frühjahr direkt aus Frankreich geholt, werden hier bei uns aufgezogen und auch hier geschlachtet. Zwiebeln, Salz, Pfeffer, meine 2 Pressdinger da. Dann Toastbrote habe ich jetzt nur wächst Handhaben auf einer Seite bepinselt mit Butter. Sonst kleben die so aneinander, da unten habe ich es mit Folie probiert, aber naja. Dann an Salat und ja, Käse habe ich nicht vergessen, der kommt dieses Mal nicht drauf. Ja, und da habe ich den Bacon versteckt. Mit dem werden wir jetzt auch gleich anfangen, nachdem ich die Platte abgewischt habe.
So, noch kurz liegen lassen. Das Schweigen ist gebrochen. Und wir gehen schnell hier rüber. Na, geh auf jetzt. Einfach nur ein bisschen Ketchup. Salat nicht vergessen. Der eine will mehr Salat, der andere weniger. Ich gehe mal davon aus, ja, egal. Tun wir auf beide gleich viel drauf. Und dann sind wir gleich so weit, dass wir die Patties drauf tun können. Ja. Und das zweite sieht auch ganz gut aus. In wenigen Augenblicken wandern die darüber und wir schauen uns jetzt an, wie sie hier drauf kommen. So, und wenn ich jetzt richtig gehört habe, war das gerade das Garagentor, dann bin ich punktgenau fertig geworden. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So, Freunde. Brauchen wir eh nicht mehr. Schmeißen wir es am Boden runter. Der Schwarze ist meiner. Und somit haben wir zwei richtig puristische Charolais-Burger. Tja, ich hoffe, dass mein Schatz jetzt ums Eck rumkommt, dass wir gleich essen können, bevor die kalt werden. Leute, ich mache eventuell drin noch einen Anschnitt. Tja, und dann nach dem Anschnitt essen und dann Fazit. So Leute, dann schauen wir uns mal an, wie das Ding von innen ausschaut. Ich bin ja jetzt selber wirklich gespannt, inwieweit die durch sind. Rinderburger wollen die manche ja innen auch noch rot. Ich bevorzuge auch Rinderhack durch, aber so wie es jetzt ist, so ist es. Kerstin. Oh, noch zart rosa. Also. Das soll ja auch zart rosa sein. Ich würde mal sagen, das ist perfekt, Leute. Dann wünsche ich mir und meinem Schatz mal einen guten Appetit. Und wir sehen uns nach dem Fazit. Oder nachher zum Fazit. Freunde, ich könnte heulen vor Glück. Das Ding war so gigantisch lecker. Wahnsinn. Also, absolut stimmig. Käse, wenn ich noch drauf gehauen hätte, hat mein Schatz gesagt, da hättest du wahrscheinlich versaut. Also, ihr hat es auch verdammt lecker geschmeckt. Gigantisch. Also das Charolais Rind, vom Geschmack her, brutal gut. Salz, Pfeffer, mehr hat es wirklich nicht gebraucht. Ein bisschen Ketchup noch mit drauf. Wow. Mache ich jederzeit gerne wieder. Gott sei Dank sind da oben noch 3-4 so Hackfleischpäckchen. Ich glaube, da wiederhole ich diesen Burger mit denen noch ein paar Mal. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, an dieser Stelle, mein Fazit habe ich gesagt, möchte ich nochmal die dran erinnern, wo es noch nicht getan haben, Video 300 anzugucken und zu kommentieren. Okay, Freunde, in diesem Sinne, wenn es geklappt hat, habe ich ja die Feuerplatte, die komplette Aufnahme in Echtzeit, maximal in doppelter Geschwindigkeit, aber das weiß ich dann erst wenn ich am Bearbeiten bin. Okay, das war's aber jetzt. Ich würde mal sagen, wenn das kein Daumen nach oben wert ist, dieses Video,
Na, dann weiß ich auch nicht mehr. Wir sehen uns. Ciao.